keine Pflastersteine mehr? Ernsthaft? Tatsache. Sind noch welche im Auto? Sonst kann ich noch welche nehmen. Hast du noch welche? Ich habe noch welche, ja. So, warte, gut, machen wir so. Dankeschön. So schön. So. Ja, die sollen dann auch verkleiden, ne? Genau, ja. Warte mal, dann auch da auf der Höhe, okay. Also ich werde das dann noch wegbuddeln, die Erde da. Und Blöcke setzen, aber ist ja unabhängig davon. Ja, genau. Aber es schaut so komisch aus mit der Erde dazwischen. Ja, das sieht nicht schön aus. Also wir wollen es denen ja angenehm wie möglich machen. Wir pflastern genau den Zombies auch den Weg, wenn es sein muss. Machen es denen schön. Ja. Soll ja keiner sagen, wir sind fies zu Zombies. Genau. Ein Herz für Zombies. Weil mal Strom geht, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. So. Das ist die letzte Platte. Oh, natürlich braucht die jetzt am längsten, um sie zu rotieren. Weißt du, oben, unten, links, rechts, nicht da, wo es soll. Und dann muss es noch 30 Mal da durchlaufen lassen. Es ist großartig. Es ist echt großartig. Dann 1, 2, 3 und. So, dann brauchen wir noch Platten. Dann müssen da noch die Eisen. Entschuldigung, was hast du gesagt? Oben oder unten? Oben müssen die angedockt werden, die Gitterstäbe, ne? Genau. Dass die dann nicht schweben, die Sachen, die da drauf sind. Genau, werden. Sonst, genau, sonst okay. Schweben die optisch. So, dann setze ich die da noch eben hin. Das mache ich. Hält genauso gut, ja, aber ich mag aber es halt sieht, einfach optisch. Es sieht optisch nicht. Dann doof aus. Ich weiß, was genau. Du meinst. Das geht gar nicht. Es kommt auch auf die Ästhetik drauf an. Richtig! So. Okay, angeklippt. Angeklippt, angeklippt. Eigentlich müsste. Warte mal, eigentlich. Nein! Eigentlich müsste der es kopieren können. Nein, nicht einfach kopieren. So. Nee. Macht er nicht. Ah, da fehlt noch eine Klinge voll, okay? Ah, ich habe keinen Beton. Upsi. Ach nein, jetzt war's richtig. Oh. Weil wenn man einen Zombie-Spaßpark baut, dann wird man irgendwann selber zum Zombie, weil du denkst wie ein Zombie. Säule. Säule. Oh Gott. Nein.
So, okay. Dann kommt jetzt. Also du kannst sie, du kannst die Pflastersteine ja auch zu Steinplattenblöcken machen. Quasi. Also ich mache es gerade. Um die restlichen Säulen noch zu vergeilen. Ja, okay. Und ach, den Steinplattenblock, den kann man verändern. Wenn du den hast, den kannst du dann zur Platte machen. Genau. Okay. Stimmt. Aber du machst jetzt gerade welche. Genau, ja. Gut, dann. Ich mach's schon. Aber zur Info für dich zum Bauen. Ja, das ist immer noch. Ich entdecke jeden Tag noch was Neues an 7 Days. So. Scheinwerfer geschützt. Okay. Scheinwerfer. Geschütz. Reparieren nur den Rest vom alten Turm noch. Weil das auch einiges an Beton und so weiter angetitscht. Diese wert das unten mal auf Schal auf, damit die nicht wieder durchbrechen. Ja. Ja, die haben ganz schön viel kaputt gemacht beim letzten Mal. Weil ich habe keine Stahl mehr. Genau. So, und dann noch in der Mitte den Sensor. Warte mal. Oh, ich kann von hier oben ins Auto eingreifen. Das ist schön. Okay, der kommt mittig. Zeit bauen geht um einiges schneller. Ja klar, das glaube ich. Das glaube ich. Vor allen Dingen, wenn ich kann mich jetzt immer so schön an dem anderen Turm orientieren. Das heißt, ich brauche einfach nur zu kopieren. Richtig. Das ist dann auch nochmal praktisch. Wenn du mal einen stehen hast, geht der zweite recht flott. Beim ersten musst du halt überlegen, wo gebe ich das alles hin. Und wenn du mal heraus hast, dann geht das eigentlich. Ja, ja, genau. Für den zweiten. Bis du das erstmal ausgeklügelt hast und dann ist es dann auch kein Ding mehr. Da könnte man eine ganze Festung draus bauen. Eine Burg. Ich schau mal zu Hause, ob wir noch Stahl haben. Ja, okay. Ich setze erstmal jetzt hier nochmal die Sensoren und Geschütze und Scheinwerfer und sowas. Um die Bewegungssensoren und die Geschütztürme und die Scheinwerfer und so weiter dann einzustellen, braucht der Generator dann Strom. Okay. Ich sag's nur so. Also die Bewegungssensoren müssen dann mit dem Generator, der unter Strom steht quasi oder der angeschaltet ist, müssen verbunden sein. So. Achso, warte mal. Oh, ich sollte mal was trinken. Ah ja, da habe ich schon Stahl angeworfen. Sehr gut. Wenn ich gleich, wenn ich zu Hause bin, fülle ich auch gleich die Schmieden auf und so. Zack und zack, okay. So. Wir
es lang zum Machen hat. Ach, Hunger. Ja gut, dann ist mal erstmal ein Eintopf. So, dann... gucken wir mal. So, der Generator, der steht unten einfach drin. Ja, anders habe ich es nicht hinbekommen. Mhm. Ja, nee, das war jetzt... Dass der dann auch noch die Reichweite hat, alles zu erreichen quasi. Ja, ja. Also, ja. Der steht auf dem... Ja, ich gucke nur, wie ich ihn jetzt in dem anderen dann befestige. Da, da habe ich dich schon um ein Loch gebeten quasi. In einer der letzten Folgen. Du müsstest ihn einfach nur mehr draufstellen können, glaube ich. Da, wo der Holzblock ist, ne? Das ist ja noch ein... Ich weiß nicht, muss beim anderen Turm reinschauen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe hier einen Holzrahmenblock reingesetzt. Und dann, ich glaube, wenn man den einen... Warte mal, der schwebt ja dann. Der ist dann auf einer Höhe mit den Klingenfallen. Ja, ist eigentlich besser. Dann ist er nochmal einmal geschützt, ne? Genau, es ist eins, unten, genau. Unten reinsetzen in den einen, einen tiefer reinsetzen, genau. Den habe ich im Auto gelassen, den Generator, okay. So, Generator. Werf dann auch nochmal Betonmischung und sowas alles an. Falls wir das noch irgendwann brauchen. Und die müssen wir dann gleich noch setzen. Okay, gut. Gut, Generator, so. In der Zwischenzeit sind wieder 14 Eisenstangen fertig geworden, die nehme ich wieder mit. Jo. So, der ist drin, da müssen wir noch verbinden. Da. Ja, Baby. So, dann müssen wir eigentlich jetzt nur noch... Das sind 1, 2, 3, 1, 2, 3. Theoretisch kann man dann... Nee, besser wäre, wenn er über einen eigenen Generator laufen würde, ne? Was denn? Weil die, hier die Verbindung, die Eckverbindung, diese, wie heißen sie? Warte mal, ich guck mal eben, wie die heißen. Die heißen, die Elektrozäune. Ja, weil die ja genau da auf der Höhe sind. Ich würde ja über beide Türme spannen. Mhm. Also ich mache da gerade im Eck quasi, Oh Gott, ich hab vergessen, dass das Strom an ist. Und übrigens bin ich schockiert. Da stand da eben. Du bist schockiert. Du bist schockiert. Ich bin empört, weil ich ins Strom reingerannt bin. Ich bin nicht schockiert, ich bin empört. Oh Gott, ich bin erschrocken, ey. Ich hab total vergessen, dass das Ding hier an ist. Der Schreck war viel schlimmer. Ich wollte mir gerade angucken, ja? Wenn du hier draußen eine Leiter anbringst, ja? Dann blockiert es die Klingelfalle. Ja, die wollte ich dann wieder abmachen. Ich hatte das okay. Nur gemacht, um da besser... Ja, eigentlich ist das Quatsch. Ich kann da ja hochspringen. Das war so, weißt du, keine Ahnung.
Achtung. Ja, nein, ich sag's nur. Ja. Das blockiert in den ganzen Block. Ja, ja. Ja, ja. Das ist okay. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Man kann ja einen Block hochspringen. Ja, so. Das macht die Wärme. Darf ich das auf die Wärme schieben? Probier's. Abklappt. Oh Gott. Naja, ich tue es einfach mal. So. Das Coole ist, man kann ja dann den Stahl, wenn einem das nicht gefällt, die Optik, übermalen. Das heißt, du kannst dann mit dem Farbpinsel den Turm ausschauen lassen wie Holz. Kann man da was anderes nehmen? Können wir eine bunte Farbe nehmen oder sowas? Ja, du kannst mal einen Farbpinsel in die Hand nehmen und lang R drücken. Ja. Dann siehst du, was du alles auswählen kannst. Okay. Muss ich mal echt gucken. Weil das habe ich noch nicht ganz raus mit dem Anmalen oder mit dem Design und den Tapeten und all sowas. Mhm. Sag mal, wenn wir jetzt hier die Platten vorhaben, so wie hier, ne, dann kann man auch nicht hier bündig nochmal Stachelfallen dran machen, ne? Genau, ja. Ja, dann lasse ich das bei dem anderen Turm weg, dass wir dann noch rundherum Stachelfallen hinmachen können. Also ich habe gerade die Platten gesetzt, weil mir persönlich jetzt wichtiger, okay, dass der Turm steht, ja, als dass die da okay ein bisschen Schaden bekommen durch die Falle. Ja gut, dann mache ich da jetzt auch weil noch... Weil dann rumpst du alles ein, quasi. Achso, hast du schon. Okay, gut. Das ist das Problem. Mhm. Okay. Weil bei der letzten Horde haben sie ja unten auch schon weggeschlagen gehabt, ja. Den Pfeiler. Ja. Und wenn da rundherum die Platten nicht stehen geblieben wären, hätten die den komplett runter... Gehauen, ja. Gehauen, genau. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ganz übel. Und da ist mir halt wichtiger, dass der Turm stehen bleibt. Die Verbindung... stehen bleibt drüber. Mhm. Als, wie gesagt, eine Stachelfalle. Macht's Kraut nicht fett. Also ist nicht so wichtig. Ja, habe ich mir. Ich habe das, glaube ich, schon richtig interpretiert, was du damit sagen wolltest. So, dann, ja wenn es geht, dann drücke ich mich schon deutsch aus. Du kannst dich gerne österreichisch ausdrücken. Ich mag das. So, dann geht es jetzt gleich nochmal um die Verbindung, um die Stromverbindung. Achso, warte mal. Vielleicht mal eben die Generatoren schon mal in den... Quatsch, die Motoren schon mal in den Generator reinpacken. Habe ich alle? Ja, müsste ich alle haben. Jetzt habe ich nur kein Benzin mitgenommen, aber... Das im Auto ist, glaube ich, Benzin. Ja. Okay, da kommen sie rein. So, 6 Stück. Dass das nach und nach aushärtet, ist so irritierend. Ja, ja. Du rennst 15 Mal im Kreis, jedes Mal nimmst du eine Platte mit. Genau. Man weiß auch echt nicht, wo danach das geht. Ne? Ist das Luftfeuchtigkeit? Ist das Temperatur? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
Aber dann müssen doch alle irgendwie gleichzeitig aushärten, oder? Ja, eigentlich schon. Vor allem, also, die sind ja relativ schnell nacheinander fertig aufgedingst, ne? Ja. Okay, gut. Benzin ist auch drin, also würde er erstmal laufen. Kein Stahl mehr. Warte mal, wir haben Tag vom. Ja, bis zur nächsten Horde kriegen wir das hin, denke ich mal. 49 ist die Horde. Mhm. Also sollte schon klappen. So, jetzt brauche ich das hier und die Elektrozaunpfosten. Ein Geschütz habe ich hier noch übrig. Hatten wir noch irgendwo keins? Ja, zum Haus hin. Ah, okay, dann setze ich das da mal eben hin. Hm? Genau da. Bloß nicht in den Strom reinrennen. Da muss es auch noch verbunden werden, ne? Geht das denn, dass man das nachträglich da reinsetzt? Wie? Die Verbindung ist ja nur vom Bewegungssensor. Ah ja, stimmt. Oh Gott, nee, ich setze mich mal lieber auf den Holzrahmen. Man auch die Verbindung, okay. Oh wow, das ist ein fieser Blick. Jetzt sieht man ja auch, wo dann die Geschütze hin zeigen. Alles gelb, alles. Ja, yeah. Fallout, wir haben ein Fallout. Ah, okay, und das ist gelb und das ist blau. Oh, das heißt, dass der Strom fließt gerade, ne? Das Blaue ist dann der Strom. Ich glaube, jede Verbindung hat ihre Farbe. Ja, also die Klingenfallen mit den Sensoren sind gerade mit, also laufen gerade gelb durch. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass es verbunden ist, aber momentan kein Strom drauf ist, weil die Sensoren ja nicht anspringen. Gut, ja. Und der Zaun hat, da läuft es blau durch, also weil er aktiv ist wahrscheinlich gerade. So, okay. Ach, zum Verbinden muss es an sein, hast du gesagt, ne? Genau, ja. Deswegen kann ich auch jetzt gerade nicht das Geschütz anschließen. Okay. Du musst zuerst zum Generator und den Generator anstellen. Ich stelle den mal eben vom ersten Geschützturm an, dass ich das andere Geschütz eben noch verbinden kann. Mhm. Oh Gott. Der Generator beim ersten Turm müsste ja an sein. Sonst würde ja der Elektrozaun nicht anspringen. Ach so. Okay. Weil ich das nicht verbinden kann gerade. Mache ich das vielleicht falsch? Dann habe ich es bestimmt falsch angepackt. Okay, vom Bewegungssensor zum Geschützturm kannst du nicht verbinden? Hier raus. Au! Alles gut. Nichts passiert. Okay. Mir geht's gut. Okay. Oh Gott. Okay. Geschütz steht. Ich habe falsch gedrückt. Alles klar. Okay. Gut, jetzt ist es verbunden. Das andere letzte Geschütz hier. Und jetzt muss ich nur die anderen verbinden. Pass auf, das geht von... Ich mache erstmal die Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten und dann gucke ich mir das nochmal an, wie das dann angeschlossen ist. Ja, so. Nur mit der Ruhe. Die Elektrik ist ein Hund. Aha. Oh, ich habe so Respekt vor Strom, ey. Ich habe auch mal als Kind leider in so eine Fassung reingefasst. Das war nicht schön. Irks. Ja.
Und seitdem nie wieder. Naja, was soll man sagen? Man Gott sei Dank. Lernt draus. Aber seitdem habe ich wahnsinnige Angst. Und weil wir hatten immer früher ja die Weidezäune für die Pferde, ne? Mhm. Und mein Onkel hat sich immer einen Spaß draus gemacht, wenn die mussten ja getestet werden, ob irgendwo das Gras zu hoch gewachsen ist, weil wenn dann das Gras dran wächst, dann leitet es ja alles nicht richtig. Und dann musstest du immer gucken, ob da irgendwo der Wurm drin war. Und dann hat er dann immer beim Strom angefasst und dir dann die Hand gegeben. Und irgendwie ist das nun mal so, hat das mit Leitung zu tun. Der zweite, der in diesem Stromkreis ist, der kriegt mehr ab als der erste. Und ich fand das, weil das so in den Knöcheln bitzt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, ja, das ist der Humor meines Onkels gewesen. Was soll ich da sagen? Bereit schon mal die Schächte für den Elektrozaun vor. Ja. So, warte mal. Beweg dein Hintern, Mädchen. So. Jetzt habe ich es, okay. So. Das müsste... Ja. Hallo? Okay. Ja? Ich rede mit dem Bauwerk da. Achso. Und was hat zu sagen? Nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges, okay. Ich wollte Klappen anbringen. An die Elektrozaun-Dinger. Und es wollte nicht so, wie ich wollte. Achso. So, dann sind die schon mal verbunden. Und dann muss nur noch... Dann immer jeweils zur Klingenfalle runter. Okay. Es macht aber Spaß, damit rumzufummeln. Witzig. Vor allem, ich finde das toll mit den Scheinwerfern und dem Geschütz, mit dem Sensor. Also das muss ich unbedingt auch nochmal ausprobieren. Das ist so eine coole... Also siehst wenigstens, wo... Wenn der Scheinwerfer angeht, quasi weiß es von dort, was kommt. Ja, ja, das genau. Das war die Überlegung dahinter. Ja, ja, ich finde das mega cool, weil das macht eine Menge aus, wenn du siehst, auch allgemein, dass die dann an sind, die Scheinwerfer, dass du einfach siehst, wo die sind, besser schießen kannst und besser reagieren kannst und all sowas. Na, das macht eine Menge aus. Aber ich habe halt die Scheinwerfer nicht ständig an, und verwendest so quasi als Zeichen, von dort kommen sie jetzt. Ja. Also optisches Zeichen. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Also ich muss das unbedingt bei mir auch machen. Das Einzige, was ich ja jetzt... Ich habe es jetzt geschafft, mit den Klingenfallen, ne? Die mit dem Generator zu verbinden, so rundherum immer überall so ein bisschen, dass dann halt mal Gehacktes gibt. aber das mit den Scheinwerfern und den Geschützen finde ich richtig toll, weil ich habe momentan oben auf meiner Festung sozusagen, ich habe ja immer noch diesen Radiosender da, ja. Wo wir am Anfang hier in dieser Staffel gewesen sind. Und das ist ja praktisch dann wie eine kleine Festung. Und da habe ich nur die Schrottgeschütztürme bis jetzt. Okay. Die reagieren ja auch, sobald Zombies in der Nähe sind. Ne? Und das ist... Oh, jetzt habe ich den Heuballen weggemacht. Das war ja ganz geschickt. Und aber die sind dann ja irgendwann alle und die machen auch nicht so viel Schaden. Also da finde ich natürlich die
die Dinger hier, die Schrot, nicht die Schrott, sondern die Schrotgeschütztürme wesentlich besser. Ich habe die Schrotgeschütztürme oder Geschütztürme im Allgemeinen halt aus hergestellt am Anfang, als sie gab, weil ich da noch extreme FPS-Probleme hatte. Ah, okay. Und die Geschütztürme halt trotzdem geschossen haben, auch wenn ich nichts gesehen habe. Ja. 2 FPS oder so. Ja, ja, genau. Ja. Also, Und die Geschütztürme haben trotzdem immer noch geschossen. Ja, ich finde das mega cool. Das ist auch eine feine Sache. Das war die Überlegung dahinter. Weil es ist, gut, FPS-Probleme hat das Spiel ja einfach immer noch, ne? Kannst du nicht anders sagen. Ja. Und deswegen ist es immer noch ganz gut. Wenn man dann selber noch da oben steht und Standbild und hier und da, dann kannst du dich wenigstens drauf verlassen. Ja, eben, ja. Und man fühlt sich ein bisschen sicherer, wenn man dann eben halt noch Geschütztürme stehen hat. Ich habe halt irgendwie die Hoffnung, dass die Bässe auch besser treffen als ich. Das würde ich bei mir auch nicht abschreiben. Ja, aber gerade mit der Schrot. Wenn du von oben mit der Schrot arbeitest, ne? Ich meine, es gibt Mods wegen der Streuung, ich weiß. Aber von oben mit der Schrot ist immer noch ziemlich grob. Wenn du drauf fällst, da bist du dir auch nicht sicher, ob du, selbst wenn die da in der Traube unten rumlungern, an, was weiß ich, auf die Säulen gehen oder sowas, bist du dir immer noch nicht sicher, ob du wirklich genügend immer erwischt. Und deswegen, also ich finde das nicht verkehrt. Dafür sind sie ja auch schließlich da, die Geschütztürme. Genau,